Die Admiral Sportshow ist zurück mit Folge 33. Ich schieße einfach mal ein Kompliment raus. Dankeschön. Und sage, heute sieht er richtig gut aus. Trommelwirbel wird es in Kürze dann auch für unsere Gäste geben heute. Vom FAC haben wir mal Leomend Krasnici. Und Mirnes Becirovic. Bitte, kommt zu Ladies and Gentlemen, kommt. Servus. Servus, hallo. Servus. Servus. Schön, dass Servus. Ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt jetzt gelauscht die ganze Zeit. Ja. Gibt es irgendeinen Kritikpunkt? Jetzt ehrlich, komm, wir können alles jetzt raushauen. Was war jetzt gut und was war sehr gut? Hat alles passt eigentlich. War lustig. Das ja, aber war irgendwas irgendein Quatsch, war irgendein Blödsinn was sicher dabei? Oder was jetzt das Fußball also betrifft? Trainertätigkeit hätte ich da schon empfehlen. Also diese Ausstrahlung, so, das ist ein guter Punkt. Ja. Wirklich? Das ist gut gemacht, ja. Wenn man auch die Ganzjahrestabelle hernimmt, sozusagen, da habt ihr ja den ersten Platz belegt, zusammengezählt alle Punkte vom 1.1. bis eben zum heutigen Tag. Was sagt das auch aus über die Entwicklung des FAC? Ja, erstens einmal super recherchiert. Ist ja auch nicht so viel loben. Ich habe es auch letzte Woche erst erfahren, beim Laola-Interview. Ist eigentlich eine super Statistik, wirklich eine sensationelle. Tabellarisch, Fünfter hinher, Vierter, Dritter, das sind alles 2, 3, 4 Punkte. Auf das schauen wir gar nicht. Also da ist ja diese unglaubliche Konstanz, was wieder gespiegelt wird, einfach mit den 61 Punkten oder so im Ganzjahrestabelle. Wenn man die zweite Liga mit der ersten Liga vergleicht, also ich habe es nur gehört und von Beobachter, sagt man, dass die zweite Liga, da sagt sie lieber vorher, was ist der Unterschied zwischen der zweiten, und dann sage ich, was ich meine. Zweite Liga, erste Liga? Ich glaube, das Tempo ist einfach ein bisschen höher und individuelle Klasse, glaube ich. Ist es nicht so, dass in der zweiten Liga mehr mit Körper gearbeitet wird, also dass einfach mehr eingekaut wird, als jetzt technisch was weitergebracht wird? Es ist eine Mischung von beiden, finde ich so. Aber es wird schon sehr reingekaut. Ich bin auch so einer, der eher... Du schnitzt die mal. Mischung. Also eine Mischung? Gerne auch. Nein, gar keine Mischung, genau das. Du bist der Schnitzer, oder? Nein, ich bin der Staubsauger. Aber du musst ja ein Mittelfeld, du musst ja da alles klar machen, oder? Leo, was kann man sich als doch um einiges jüngerer Spieler dann auch von so Führungsspielern wie Betsy abschauen? Natürlich, wir arbeiten jeden Tag einfach, was er tut dafür, dass er immer so performt, seine Konstanz. Man lernt schon viel. Was ist mit den jungen Spielern los? Du bist etwas älter. Du kannst es sicher beobachten, dass sicher ein paar junge Burschen bei dir in der Mannschaft, oder? Ständig, ja. Wie sind die denn so drauf? Ja. Würde mich interessieren. Haben die diese Professionalität schon? Ja, sagen wir, die Kabine, oder nicht nur bei uns, glaube ich, ist, wenn sie noch mehr mit Jungen gefüllt ist, crazy. Also, crazy. Gibt es denn da so Musik? Gibt es einen DJ wahrscheinlich auch? Oder? Ja, es gibt halt immer so, sagen wir, den, ich will gar nicht sagen Clown, aber halt einfach den Stimmungsmacher, den Stimmungsmacher, der einfach, ja. Der gute Stimmung bringt einfach. Ja, und bei dem ist halt auch Professionalität noch ein Fremdwort, aber dafür ist in dem professionell. Deshalb sind auch diese Zwischensteps, so wie der Leo mit, ich weiß gar nicht, wie alt bist du, 22, Entschuldigung. Okay, ja. Er schaut aus wie 47, aber sonst. Er schaut schon wieder älter aus, gell? Sicher, ich habe auch schon gedacht, du bist 35. Ja. Weltmeisterschaft schaut wahrscheinlich auch, oder? Ja, natürlich. Ja. Schaut ihr fix? Ja, ja. Gibt es da für euch Favoriten? Ich gönne es zwei Mannschaften. Sag. Es ist Argentinien. Und Österreich. Und Österreich. Und einfach Ronaldo oder Messi. Einfach so dieser wirklich? Abschied. So. Das wäre geil im Finale, gell? Das wäre, glaube ich, das Spiel. Ich darf aufmerksam machen auf unser Quiz, das ich da mitgebracht habe in Sachen WM. Ja. Möchtest du mit? Mitquizen. Könntest du mich gerne als Joker einsetzen. Um was geht's? Das entscheidest du. Okay, wir spielen um den deinen Stammplatz. Also wer, also vielleicht bei einem Testspiel. Ich kann vielleicht nicht einmal kurz reinkommen als rechter Verteidiger. Ja, möchte mir gerne. Als Staubsauger so. Ich kann auch schnitzen. Los geht's. Wunderbar. Wie oft zuvor wurde schon eine WM im arabischen Raum ausgetragen? Ich glaube einmal. Das erste Mal. Denke ich. Ich sag. Keinmal. Nein, zweimal. Hast du keinmal gesagt? Ich habe keinmal gesagt. Ja, das wäre richtig gewesen. Noch nie. Ich habe gesagt, ihr müsst mich fragen. Also, okay. Okay, und wie oft war Katar schon bei einer WM-Endrunde? Noch nie. Noch nie. Richtig. Boah, das war aber nicht. Jüngster Spieler der WM. Ja. 17, Mokoko, glaube ich. Ja, wenn das sagt. Richtig, am Sonntag 18. Aber ja, noch ist ja Donnerstag.
Schon klar. Richtig, also. Aus welchem Land kommt der älteste Spieler? Ich kenne es nicht. Costa Rica. Nein, ich glaube Saudi-Arabien, glaube ich. 40? 40 ist er. 40 ist er. Lass mal gelten, aus Mexiko. Mexiko. Wie viele Spiele finden statt überhaupt? Ich habe eine bessere Frage. Eine einfache Frage. Und zwar? 64 übrigens. 64 Spiele. Richtig. Und zwar der teuerste Kader der Weltmeisterschaft. Frankreich. Kurz überlegen. Was haben wir da noch? Schwierig. Jetzt ist es 3, 2, mein Parkschein läuft aus. Spanien. Falsch. England. England. England ist der teuerste Kader. Wow. Okay. Ausblick ganz kurz auf die nächste WM schon. Wo findet die statt? In der USA. Mexiko, USA. Und Kanada. Kannst du nochmal drücken. Wir bedanken uns fürs Kommen, Leo und PC. Kurzes Fazit, kurz und knackig. Wie hat es euch gefallen? Es war sehr amüsant. Gut, dann sage ich, ich bin auch zufrieden. Wenn du zufrieden bist, bin ich und auch und danke zufrieden. Für euren emotionalen Schlusspart. Das war wirklich sehr schön. Ja, wenn einen die Emotionen überkommen, dann wird man halt auch ein dann wird man halt so. Alles Gute für die Zukunft. PC, danke schön. Danke schön. Leo, danke. Danke Leo. Danke natürlich auch an euch fürs Dabeisein. Hoffentlich schaltet ihr auch am nächsten Donnerstag um 19 Uhr wieder ein. Genau. Da wird sicherlich wieder einfach leiwand. Bis dahin alles Gute. Ciao.